ist doch ganz klar. Ich meine, das ist doch nichts, was irgendwie unserem Fußball gerade gut tut, was da passiert. Ja. Die Fans, die sind ja hochgradig verärgert. Ja. Wenn ich von meiner eigenen Familie ausgehe, dann mein Vater, dem ist es schon zu blöd, sich das Ding jetzt da anzuschaffen, weil er dann irgendwie auch gar nicht weiß, wie das in dem Internet funktioniert. Und ich glaube, der ist nicht unbedingt derjenige, dass man sagen würde, das wäre nicht der das hinbringen könnte, aber wenn du da irgendwie nicht technisch irgendwie bewandert bist, und so geht es, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten, dass sich da jetzt nicht irgendwie eine Einigung mal stattfindet zwischen Sky und Eurosport, da zahlt doch der Fußball, das zahlen doch die Fans, das zahlen doch wir alle, ja, dass dann die Leute auf einmal diese Spiele nicht mehr anschauen können. Ja. Wo soll denn das hinführen? Also da muss da irgendwo jetzt auch mal ein Punkt gesetzt werden, egal ob es jetzt Eurosport oder Sky oder wer auch immer ist. Es kann einfach so nicht gehen. Also ich finde es eine Katastrophe, ganz ehrlich gesagt. Und ich glaube, da spreche ich jedem Fußballfan aus dem Herzen. Weil mir der jetzt auch total auf den Keks gehe, wenn ich zu Hause wäre und ich kann das Spiel nicht mal sehen, weil irgendwas nicht funktioniert. Und wenn, dann muss ich nur übers Internet schauen oder sonstige Dinge. Ich muss aufpassen, dass ich dann in Rage komme. Also gut.